mit. Oh, was ist denn das? Ist das eine Drossel? Ich weiß es nicht. Mit sowas kenne ich mich nicht aus. Keine Ahnung. So, moin Leute. Wie ihr in der Überschrift bestimmt schon gesehen habt, heute geht es darum, wir rüsten einen Piaggio Motorblock um. Wir lagern ihn einmal neu mit neuen SKF-Kurbelwellenlagern. Dann bekommt er einmal eine neue Wasserpumpe, einen neuen Wasserpumpensatz. Und wir dichten natürlich den Zylinder einmal neu ab, so wie wir das machen sollen. Grund dahinter ist, der Kollege, der mir den Motorblock gegeben hat, hat eine undichte Wasserpumpe. Und da bauen wir jetzt einfach mal eine neue ein, lagern den Motorblock einmal neu. Der Motorblock kommt aus einer SR50, ist 2003er Baujahr, soweit ich das mitbekommen habe. Jo, ich nehme euch jetzt da mit und als allererstes bauen wir jetzt einmal Luftfilter ab, wir bauen den Öltank bauen wir dann ab. Dann kommt einmal das Rad runter, Schutzblech kommt ab, Auspuff kommt ab. Dann kommt der Zylinder runter, dann wird der Block gespalten und dann wird das Ganze einmal auseinandergelegt. Dann wird das Ganze einmal zerlegt, dann wird er einmal hier auch sauber gemacht, weil sich hier ordentlich was abgelagert hat. Jo, dabei nehme ich euch jetzt mit. Ihr könnt das im Zeitraffer gerne verfolgen. Zwischendurch mache ich euch da ein paar kleine Erklärungen. Jo, viel Spaß. The touch of our innocence is faded. Questions we keep evading. Glass with
Ich wollte euch jetzt einmal zeigen, wie das ganze Ding so von innen aussieht. Das ist hier die kurze Blockhälfte. Hier sitzt am Ende dann noch das Pumpenrad drin von der neuen Wasserpumpe oder auch allgemein von der Wasserpumpe halt. Das hier ist die Variomatic-Seite von dem Block. Die ist natürlich voll mit dem ganzen Matsch, weil die Wasserpumpe auch richtig undicht war und ja, ist natürlich nicht so geil, ne? Das wollen wir ja jetzt alle sauber machen und dann hoffen wir, dass die neue Wasserpumpe auch dicht ist. Dafür haben wir hier unseren neuen Wasserpumpensatz, neuen Zylinderdichtsatz und einmal den neuen Kurbelwellenlager mit Simmerringe. Hier nochmal einmal die ganzen Originalteile, die ausgebaut wurden. Hier einmal die Kurbelwellenlager, die sind noch soweit in Ordnung. Bauen wir natürlich nicht wieder ein, das ist klar, aber die waren auch nicht kaputt. Also sind nicht irgendwie angelaufen oder sonst was. Also die sehen soweit in Ordnung aus. Die Simmerringe sind natürlich über die Jahre ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden, aber es ist noch im Rahmen, sieht nicht schlecht aus. Dann natürlich die Wasserpumpe an sich, also beziehungsweise hier das Mitnehmerrad vom Keilriemen. Das sieht auch nicht so gut aus, weil es voll geschmiert ist. Die Lager an sich sind auch sehr rostig und auch sehr schwergängig. Also die Wasserpumpe konnte man nur sehr, sehr schwer per Hand drehen. Oh, die originale Kurbelwelle ist noch dabei. Die hat jetzt auch nicht wirklich irgendwelche Schäden oder sowas. Kolben sieht auch ganz normal aus für die Kilometerleistung, die der Motor hat. Ist noch alles im Rahmen. Zylinder hat auch keine großen Laufriefen. Ja, hier der ganze Kleinkram noch vom Keilriemen über einen E-Starter mit einem E-Starterantrieb hier im Membranblock. Die Lichtmaschine. Noch dieses kleine Wasserröhrchen, was Piaggio ja hat. Und dann haben wir natürlich noch den Originalvergaser. Jo, moin Leute, hier wären wir auch schon. Ich werde jetzt den Motorblock beidseitig, also die große Blockhälfte und die kleine Blockhälfte und den Zylinder und den Zylinderkopf mal mit Fettlöser besprühen, damit das Ganze auch schön sauber wird. So, da wären wir wieder. Motorblockhälften sind jetzt sauber, einigermaßen, soweit wie es muss. Und wie jedes Mal werde ich jetzt als allererstes mal die Kurbelwellenlager einsetzen. Die sind jetzt auch wie immer in der Gefriertruhe erstmal. Die sind jetzt da einen halben Tag drin. Kurbelwelle ist da auch drin. Ich werde jetzt wieder mit dem Heißluftföhn die beiden Hälften heiß machen, damit die Lager flüssig reinrutschen. Dann setze ich hier die Kurbelwelle ein. Dann bauen wir hier die Wasserpumpe ein, dann kommt die zweite Hälfte drauf. Ich habe hier die Dichtfläche schon mal ein bisschen angeschliffen. Da habe ich 400er Schleifpapier für genommen, einfach damit die Dichtpaste dann am Ende schön in jeder kleinen Kerbe drinne sitzt, die dadurch aufgerissen wurde. Und jetzt werde ich das einfach mal durchziehen. Auf geht's! Nachdem die beiden Kurbelwellenlager jetzt
eingebaut wurden. Geht jetzt weiter mit der Wasserpumpe. Die alte hatten wir ja hier schon vorher mal gesehen. Die neue haben wir jetzt hier. Da baut man auch erstmal wieder die Welle zusammen mit den neuen Lagern. Immer darauf achten, dass man hier die beiden Sägeringe mit drauf packt und den Abstandsring in der Mitte, damit sich die nicht zueinander verschieben können. Dann muss man darauf achten, dass diese Buchse hier innen drin sauber ist, weil die alte war ja durch den ganzen Rost und sowas ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden, deswegen muss man die erstmal reinigen. Dann nehmen wir den neuen Dichtring, den setzen wir dann wieder ein. Dann machen wir das, andersrum, wir machen das vorher ein bisschen warm, setzen dann den Dichtring ein und schieben dann vorsichtig die Lager rein. Die sitzen gar nicht mal so sehr auf Spannung eigentlich. Schieben den durch bis Anschlag und dann schrauben wir hier das neue Schaufelrad drauf. Setzen dann von außen das Mitnehmerrad auf. Das ist auch einigermaßen nur auf Pressung drauf. Also das sitzt ganz locker drauf. Jo, und dann kann die Kurbelwelle rein. Die neue Wasserpumpe ist jetzt eingebaut und jetzt geht es weiter mit der Kurbelwelle. Dafür mache ich wieder hier das Lager ein bisschen warm. Also wirklich nur ganz vorsichtig, weil die neue Kurbelwelle ist auch wieder im Gefrierfach gelandet. Das heißt, ich halte jetzt nicht direkt mit dem Heißluftföhn drauf, sondern mache wirklich nur ein bisschen oberflächlich warm, damit die Kurbelwelle locker reinflutscht. Vorher mache ich schon mal ein bisschen Dichtpaste hier auf die komplette Dichtfläche, damit wir dann danach die andere Blockhälfte warm machen können und die dann einfach direkt draufsetzen können. Dann kommen die Schrauben rein und dann ist der Motorblock schon mal wieder so weit zusammen, dass die Kurbelwelle drinne sitzt, dann kann der Zylinder drauf und der ganze Rest wieder ran. So, weiter geht's jetzt wieder mit Zylindermontage. Dafür starten wir wie immer erstmal mit dem Kolben. Den bauen wir jetzt erstmal ein. Hier habe ich die Kolbenringe mal runtergenommen, weil ich den ein bisschen sauber gemacht habe. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal die Kolbenringe ein. So. Als nächstes geht es jetzt ums Pleuelager. Das haben wir hier. Da kommt auch wieder ein bisschen Öl ran. Das setzen wir jetzt ein. Schnappen wir uns den Kolben. Darauf achten, der Pfeil zeigt immer Richtung Auslass. Nehmen wir uns den Kolben bolzen. In diesem Falle haben wir jetzt leider keine Doppel-G-Klipse. Das heißt, ich kann jetzt nicht an den Kolbenring deutlich dran ziehen und gucken, ob sie fest und sicher sitzen. Deswegen habe ich jetzt von beiden Seiten einmal den Kolbenbolzen gegen den Bolzenclip gedrückt, um zu gucken, ob der auf der einen oder auf der anderen Seite rausflutscht.
Und so kann man dann überprüfen, ob die fest sitzen. Bei Doppel-G ziehe ich immer dran, drücke die ein bisschen rein und raus, verdrehe die mal und gucke, ob die wirklich schön stramm drin sitzen, damit die auch nicht rausfliegen beim Fahren. Als nächstes kommen wir jetzt eine neue Dichtung drauf. So passt es doch schon viel besser. Nehmen wir jetzt auch einmal ein bisschen Öl und schmier das Kolbenhemd einmal komplett ein. Drehen die Kolbenringe auf die richtige Position. Nehmen wir uns den Zylinder. Da kommt wie immer auch wieder Öl rein. Denn beim ersten Start soll der Kolben ja schließlich nicht trocken laufen. Einmal schön die ganze Lauffläche einschmieren. Dann drücken wir wieder die Kolbenringe zusammen. So. Dann schieben wir den Zylinder drauf. Zack. Als nächstes haben wir jetzt hier unseren neuen Dichtsatz. Den verbauen wir hier einmal. The touch of our innocence is fading.